Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Wir werden heute mal wieder mit dem Supervogel Airbus A380 unterwegs sein. Und der ist für den heutigen Flug von der Fluggesellschaft China Southern Airlines. Und zwar werden wir heute von China über den Pazifischen Ozean in die USA fliegen. Und zwar fliegen wir heute von Guangzhou nach Los Angeles. Da haben wir eine Flugstrecke von etwa 11.600 Kilometern vor uns und eine Flugzeit von etwa 13 Stunden. Ja, dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los mit den Vorbereitungen für den heutigen Langstreckenflug. Ist ja wirklich eine ziemlich lange Strecke, die wir heute zu fliegen haben. Aber ich glaube, der A380 kann noch ein bisschen länger fliegen, wobei die Treibstofftanks für den heutigen Flug schon recht voll sind. Wir nehmen nämlich heute 190 Tonnen an Kerosin mit. Und wie ihr hier oben seht, sind die Treibstofftanks da zu 75% gefüllt. Also drei Viertel von der maximalen Reichweite vom Airbus A380 schöpfen wir heute aus. Also 25% mehr Kerosin könnte noch drin sein. Also ein Viertel von dieser Flugstrecke könnten wir noch hinten dran hängen, könnten wir noch mehr fliegen, dann wären wir am Limit von der maximalen Flugstrecke vom Airbus A380 angelangt. Aber wir fliegen also heute schon einen ziemlich langen Langstreckenflug. Genau. So, dann gehen wir jetzt aber auch mal ins Cockpit vom A380. Wir stehen hier am Gate 106 vom Flughafen Guangzhou, einem A380-Gate, wie ihr seht, oder speziell für ein A380 ausgelegtes Gate, weil hier am Gate sind nämlich, wie ihr seht, drei Finger und der eine kann dann nämlich genau hier oben andocken, wobei es jetzt hier nicht passiert, aber der würde jetzt hier oben andocken und die anderen beiden könnten dann hier unten andocken. Genau. So, jetzt gehen wir aber auch mal ins Cockpit und dann können wir mal loslegen mit den Vorbereitungen, weil ich glaube, in circa einer halben Stunde sollten wir das Gate hier verlassen, um dann planmäßig pünktlich hier dann losfliegen zu können. Wir fliegen nämlich heute den Flug mit der Flugnummer China Southern 621 nach. So, also dann legen wir los mit dem Pre-Flight Procedure und da müssen wir zuerst mal die Batteries off-on stellen. So, die Schalter dazu haben wir hier, einmal Battery 1 und Battery 2 off-on. Dann haben wir schon mal ein bisschen Strom an Bord. Und jetzt können wir gleich noch die External Power A und B auf On stellen und jetzt Strom über die External Power nehmen. Und ich weiß nicht, ob es beim letzten Flug, wo wir mit dem A380 geflogen sind, war oder so. Auf jeden Fall hat vor einiger Zeit mal jemand in die Kommentare geschrieben. Aber ich glaube, es war bei dem Flug, wo wir mit der Maschine von Singapore Airlines von Zürich nach Singapur geflogen sind. Und das war, glaube ich, der letzte Flug mit dem A380, den wir geflogen sind. Dass um hier die External Power connected zu haben, also dass hier available steht, muss man hier die Parkbremse bei dem Flugzeug anscheinend setzen, damit dann hier genau die External Power available ist. Also bei mir war es jetzt eben so, als ich die Parkbremse gesetzt habe, war die nicht sofort available, aber kann sein, dass die jetzt einfach dann nach kurzer Zeit available ist, also müsst ihr bei euch einfach auch nochmal austesten, zumindest hat es jetzt bei mir hier funktioniert. Wenn man die Parkbremse gesetzt hat, dann scheint es anscheinend so zu sein, dass man dann die External Power connecten kann, weil wir haben uns ja bei den letzten Flügen mit dem A380 immer gefragt, wieso es da mal ging, dass auf einmal die External Power available war, dass wir die connecten, dass sie connected war und wir Strom darüber nehmen konnten und manchmal ging es irgendwie nicht, aber anscheinend scheint es hier mit der Parkbremse so zusammenzuhängen, wenn ich es richtig verstanden habe. So, aber auf jeden Fall können wir heute hier, wie ihr seht, Strom über die External Power nehmen, das ist sehr schön. Dann schalten wir mal die drei ADRS-Schalter hier alle auf NAV, damit das Flugzeug lokalisiert wird. Und wir schalten mal den Funk an. Das können wir hier nicht machen, dann müssen wir das hier unten machen, im Center Pedestal. So, genau, der geht einmal auf On, dass wir auch mit den Fluglotsen kommunizieren können. Und wir schalten noch die Navigation Lights auf On. Die haben wir hier. So, wunderbar, dann wäre das Pre-Flight Procedure soweit fertig. Wir machen jetzt erstmal ein paar Türen auf und fordern die Bodenservices an. So, da müssen wir hier die Tasten E1, das ist glaube ich das hier oben links, dann TH und W irgendwas hier drücken, dass die passenden Türen aufgemacht werden. Und dann können wir mal nach außen gucken. Genau, gehen hier nämlich die Cargo Doors auf und die Türen an der Seite vom Flugzeug. Und dann können wir einmal über Steuerung F12. Na toll, jetzt hat er hier nicht erkannt, dass wir am Gate stehen. Stehen wir nicht so, wie er sich vorstellt, dass man hier am Gate steht. Gucken wir mal, geht's jetzt? Nein. Noch ein Stück zurück. Jetzt geht's. So, dann einmal Activate Ground Services. Wir fordern erstmal das Catering an. So, Handling Operator müssen wir keinen auswählen. Ist hier schon China Southern Airlines. Wunderbar, passt ja auch heute zum heutigen Flug. Und dann können wir auch schon mal das Boarding direkt requesten. So, Fluggasttreppen fahren dran. Gepäckverladewagen kommen. Wunderbar. Und die sollten jetzt gleich die Container holen. Und dann können wir weitermachen mit den Vorbereitungen für den heutigen Flug. Ist hier eigentlich irgendwo eine Uhr? Also hier müsste irgendwo eine sein. Geht die oder ist die? Ne, die ist nur so, naja, zur Show sozusagen. Da also ist das, dass hier irgendwas dargestellt ist, aber es ist keine Uhr, die sich irgendwie mitbewegt. Ihr seht, es 190 Tonnen haben wir heute ungefähr an Kerosin dabei. Haben wir hier eine Uhr, die sich irgendwie mitbewegt? Da. Geht die? Ja, das ist 5.01 Uhr UTC. Genau, und 5.30 Uhr UTC, also jetzt in 29 Minuten sollen wir hier planmäßig, oder jetzt, genau, 29 Minuten sollen wir planmäßig das Gate hier verlassen.
So, dann können wir das hier wieder schließen und weitermachen mit den nächsten Schritten. Und zwar, genau, müssen wir jetzt hier noch im MCDU, gehen wir mal hier auf die Init-Page. Wobei geht noch nicht, aber sollten wir gleich hier Align IRS drücken können. Genau. Ja, bei dem Flugzeug verwende ich jetzt hier übrigens auch den aktuellsten IREC-Cycle, wie jetzt bei den letzten Flügen ja immer. Habe ich angesprochen, da ich da jetzt seit kurzem NavData Pro verwende, wo man halt immer den aktuellsten IREC-Cycle bei den Flugzeugen, bei den Flugzeug-Addons hier installieren kann, dass wir halt nach den aktuellsten Luftstraßen und Wegpunkten fliegen können. Da komme ich später, wenn das Flug ist, aber nochmal kurz drauf zu sprechen, das mache ich später besser, weil da wollte ich nochmal kurz zu was sagen. Aber jetzt, genau, haben wir dazu eher weniger Zeit, jetzt müssen wir uns mal eher auf die Flugvorbereitung konzentrieren. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um den Flugplan. Ich habe die Flugstrecke auch wieder unter einer Company Route abgespeichert. Da können wir kurz mal hier die Luftstraßen und Wegpunkte hier reinladen. Sind ja, da es ein ziemlich langer Flug ist, auch einige Luftstraßen und Wegpunkte, die ich da eingeben musste. Genau deswegen lohnt es sich da jetzt besonders, eine Company Route zu verwenden, also es da irgendwie abzuspeichern, dass wir jetzt halt einfach jetzt nur hier reinladen müssen. So, da müssen wir erstmal den ICAO-Code vom Flughafen Guangzhou eingeben. Der lautet, wie ihr da seht, Zulu Golf Golf Golf. Und dann vom Flughafen Los Angeles Kilo Lima Alpha X-Ray. So, dann kommt noch die 01 hinten dran und das Ganze kommt ins Company Route Feld. So, seht ihr schon mal hier, From to stimmt schon mal. Wir drücken Align IRS. Flight Number können wir eingeben, China 7621. Dementsprechend ist auch unser Callsign heute China 7621. Und Cruising Altitude ist erstmal Flight Level 310. Später könnten wir nochmal höher steigen, gucken, ob wir es machen. So auf 390 zum Beispiel dann. Ah, hier haben wir zum Beispiel auch nochmal die Uhrzeit in UTC, wunderbar. Müssen wir nicht immer das andere Fenster öffnen. Ja, wir fliegen heute auch wieder bei historischem realen Wetter im Sommer. Und wie ihr seht, haben wir da hier gerade eine True Air Temperature, also eine Außentemperatur von 32 Grad, also ganz schön warm heute hier in Guangzhou. So, dann gehen wir mal auf Flight Planner. Seht ihr, sind hier die ganzen Luftstraßen und Wegpunkte drin, sind halt wirklich schon einige. Ist ja auch eine ganz schön lange Flugstrecke. So. Scrollen wir nicht ganz runter, sonst muss ich hier so ewig hochscrollen. So, gehen wir wieder zurück hoch. Und kontaktieren jetzt erstmal den Tower und fragen, auf welcher Startbahn wir rausgehen können. Wird wahrscheinlich oder hoffentlich wird es die 02 Left sein, es wäre jetzt die nächste von uns. Und aufgrund des Windes würde es halt auch passen, diese Richtung. Aber erstmal das ATIS abhören. Wetterinformation, November. Ja, leichter Wind, ich glaube wir haben nur so 4 Knoten oder 2 Knoten oder so. Ah, Catering Vehicle sind da. Wunderbar. Von Gate Gourmet. Jetzt habe ich es gerade nicht ganz gehört, aber ich glaube, der hat irgendwas von Runway 2 und so gesagt, ne? Ja. So, dann gehen wir mal zur Ground-Frequenz und da seht ihr es auch nochmal unser Callsign. Passend zur Flugnummer. Ja, Runway 02 Left, so wie ich es auch erwartet habe. Wunderbar, das passt ja. Ist nämlich direkt um die Ecke. Die Bahn da hinten, ich glaube, auf der sind wir auch damals gelandet, als wir mal hier nach Guangzhou geflogen sind, kamen wir aber aus der Richtung, sind glaube ich da gelandet. Da drüben steht eine Japan All Airlines und da stehen auch noch ein paar andere Maschinen. China Southern 6802 kontaktiert die jetzt, die geht aber raus auf Startbahn oder Landebahn 1. So, also wir wissen, es ist die 02 Left, das heißt wir gehen hier auf Zulu Golf Golf, dann Departure, 02 Left, 3,8 Kilometer Startbahnlänge haben wir da. Und unsere passende SID für den Abflug ist Lima November 1 Charlie Departure, weil der erste Wegpunkt Lima November heißt. Wir nehmen als Transition Runway 02 Left und tun es in den Flugplan rein. Wunderbar. So, die Discontinuity löschen wir gleich mal bei der Gelegenheit raus. Und kommen jetzt zum... Müssen wir es hier noch bestätigen. Und wählen jetzt hier Destination Kilo Lima Alpha X-Ray aus. Arrival, dort werden wir sehr wahrscheinlich aufgrund der Wettervorhersage die... Runway 24 right benutzen. Also es gibt da mehrere, entweder 24 left, 24 right, 25 left, 25 right. Aber es wird wahrscheinlich aus der Richtung, wo wir herkommen und so weiter, wird er uns dann die, weil wir so von Norden kommen, wird es dann wahrscheinlich die 24 right werden. Die 25 wäre mehr so, wenn wir aus Süden, glaube ich, eher kommen werden. Würden, wäre das mehr passend. So, und da nehmen wir die Star Chemo Free Arrival. Die haben wir hier. Und Transition wäre, müssen wir mal hochscrollen, da, Echo Hotel Foxtrot, das ist auch der letzte Wegpunkt auf der Flugstrecke. Da geht es dann rüber auf die Star. Wunderbar, das passt. Einmal Insert, rein damit in den Flugplan. Und wir sind soweit mit der Eingabe vom Flugplan schon fertig. Jetzt scrollen wir doch mal durch die ganze Liste durch. Gucken noch nach Discontinuities, weil da wird wahrscheinlich noch einen drin sein. Deswegen steht hier auch noch keine Distance, glaube ich. Das war ja damals schon mal so, dass da kein Distance stand, Ewigkeiten. Bis uns dann aufgefallen ist, dass da noch eine Discontinuity drin war und deswegen halt nicht vom Flugzeug die Distance berechnet werden konnte. So. Klären wir die Discontinuity gerade. Genau, seht ihr hier, 6.677 nautischen Meilen.
Entspricht auch ungefähr dem, was ich mir hier notiert habe, 6.700 nautische Meilen, die wir heute fliegen. Also, wie gesagt, das sind ungefähr 11.600 Kilometer. So. Dann sind wir hier soweit durch. Können wir mal vielleicht gerade noch hier auf die Performance-Page gehen und die V-Speeds und so weiter eintragen. Wir machen heute... starten wir ruhig heute mit Mantoga, sicher ist sicher. So, Catering Service completed, wunderbar. So, ich glaube ja hier bei der A380 war es so immer so Flaps 2 für den Takeoff. Und deswegen machen wir mal Flaps 2. So, und V-Speeds, so Transition Altitude weiß ich jetzt hier nicht, aber die ist bestimmt nicht so hoch. Machen wir mal, tun wir einfach mal was anderes reinschreiben, machen wir mal 8000 Fuß. So, V-Speeds, ja, was haben wir da? Wir haben eine Gross Weight, die wird gerade noch nicht angezeigt hier. Oder steht die woanders nochmal bei dem Flugzeug? Weil an der Gross Weight könnte ich jetzt ungefähr sagen, was wir für Takeoff Speeds haben. Wir gucken später mal, ob die Gross Weight da steht. Aber eigentlich meine ich, ich habe das immer bei dem Flugzeug irgendwo gesehen. Ich aktualisiere gerade mal die Altimeters. 1006 haben wir hier. Und der Flight Director kann gerade mal an. Also wir können ja hier schon mal die Reiseflughöhe eindrehen. Erstmal geht's hoch auf Flight Level 310. Höher geht erstmal nicht wegen der Betankung und so wegen dem Gewicht. So, 3100. Gleich haben wir es. 31000. So, Cruising Altitude ist eingedreht. Hier gehen wir mal auf die andere Page. Da, genau, zoomen wir ein bisschen ran. So, seht ihr auch schon mal ungefähr den Abflug. Also, oder auch nicht, warte mal. So, genau, es geht dann raus über die 02 Left und dann drehen wir gleich nach rechts ab und fliegen dann in die Richtung, gleich Richtung Nordosten dann. So, jetzt gucken wir mal kurz außen, wie sieht's aus? Boarding scheint auch schon recht weit zu sein, wobei, nee, Gepäck kommt jetzt erst, aber der ist schon weggefahren oder ist irgendwie gar nicht angedockt, komischerweise. Na gut, dann soll er halt nicht andocken. Auf jeden Fall, das Gepäck kommt jetzt, die Container. Und wir sind eigentlich schon recht weit. Also, ja, sind schon ziemlich weit, wir gucken mal kurz. Preflight Procedure. Ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben, Fuel Pumps noch on. Das können wir gerade mal machen. So, die sind nämlich alle aus. Alle off. So, Fuel Pumps on. So, dann kommen wir schon zur Preflight Checklist. Preflight Checklist. So, ADIRS ist auf NAV. Flugzeug ist schon lokalisiert. Cabin Signs sind... Ja, die können wir leider im Flugzeug nicht bewegen. Ich meine, was hat mal irgendjemand immer noch was gesagt, wie man das machen kann, dass man es irgendwie so mit dem Mausrad da drüber fährt, das machen kann. Meine ich, irgendwie hat mal jemand mir noch gesagt, aber ich krieg das dann auch nicht irgendwie hin. Also die lassen sich irgendwie nicht bewegen, die Cabin Signs. Na gut. Und Altimeter sind Set 1006. Check and Set and Cross Check. Das nächste wäre das Before Start Procedure. Ja, aber soweit ja, sind wir jetzt ja noch nicht so. Aber das mit dem... Konnten wir das, irgendwo konnten wir doch die Gross Weight nochmal nachgucken. Da ist nur Fuel on Board. FOB, Fuel on Board. Hm. War das nur da unten, wo das dann dargestellt wurde? Aber ich meine, ich habe die immer irgendwo nochmal lesen können. Also irgendwo stand die, meine ich, immer nochmal. Also wenn wir jetzt hier... mal auf was anderes gehen... Nee. Keine Ahnung, wo die Gross Weight steht. Da müssen wir mal ungefähr so V-Speeds eingeben. Also, wenn das Flugzeug jetzt voll richtig schwer wäre, wären wir bei 141 bei V1. Nehmen wir mal, also jetzt echt nur so Schätzwerte ungefähr, die V-Speeds. Machen wir mal 139. Machen wir mal etwas höhere Speeds, sicher, sicher. 138 V1. 152 V-Rotate und dann 160 165 V2. Das sollte, glaube ich, ganz okay irgendwie so passen. Ich meine, wir sind ja recht viel beladen, recht schwer betankt auch, recht voll betanktes Flugzeug, von daher soll das Ganze passen. So. Ja, dann gilt es jetzt eigentlich erstmal nur noch hier das Gepäck einzuladen. Können wir mal kurz die Simulationsrate ein bisschen höher machen, aber guck mal da. Ordentlich was los. Da drüben kommt eine 737-800 rein. Da drüben rollen einige zum Start.
Ja, ordentlich was los hier an dem Flughafen. Ich finde das Flughafen-Addon hier auf jeden Fall richtig, richtig geil. Also die Texturen und so sind ja bei dem Addon hier richtig geil. Das Einzige, was ein bisschen schade ist auch, ist zum Beispiel, dass hier so das Docking-System nicht funktioniert. Aber sonst die Texturen und so weiter an dem Flughafen sind echt richtig geil. Auch von den Taxiway-Schildern und so. Das ist echt ein richtig geiles Flughafen-Addon hier von dem Flughafen. Weil Texturen sind halt einfach richtig geil und so. Ist richtig schön alles hier dargestellt. Ja, wir werden dann einen Pushback so brauchen, dass wir halt in diese Richtung da rollen können. Wir rollen ja dann über Lima 4, Charlie Tango 1, Alpha 10. Und das heißt, genau in diese Richtung, Nose Left und Tail Right, dann später schon mal. Wissen wir das schon mal. Wobei, da sind wir jetzt gar nicht mehr so weit davon entfernt. Wir können ja schon mal, machen wir schon mal weiter mit den nächsten Schritten jetzt einfach. Wir haben jetzt, welche Uhrzeit? 5.12 Uhr UTC erst. Ah ja, gut, okay, wir sind auf jeden Fall noch top in der Zeit. So, dann, ja komm, wir können schon mal weitermachen mit ein paar Sachen vom Before Start Procedure. Thrust Levers sind auf Idle, Parking Brake ist set, Beacon geht auf On. Beacon auf On. APU können wir schon mal starten, Master Switch und Start, das braucht ja auch einen kurzen Moment, bis die hochgefahren ist. Das sehen wir auch hier schön dargestellt. So, die haben jetzt die Hälfte der Container gleich eingeladen ungefähr. Hier ist echt gut was los an dem Flughafen. Drüben stehen einige, da stehen ein paar. Aber es wird wahrscheinlich jetzt kein anderes Flugzeug hier zu der Bahn rollen, denke ich mal, weil da müsste eins von den drei könnte höchstens hierhin rollen. Die meisten sind jetzt irgendwie da drüben unterwegs in der Bahn. Ja, auch wieder Runway 1. Da drüben ist deutlich mehr los auf der Seite. So, APU ist available, wunderbar. Dann machen wir auch direkt mal APU Bleed schon mal an und die External Power geht off. So. Ground Services brauchen aber noch einen Moment. Machen wir mal kurz mal. Ruhig mal vierfache Simulationsrate mal kurz. Ich würde ja jetzt schon die Türen schließen, aber ich weiß halt nicht, welche von diesen Tasten da die. Also welches von diesen hier für die Türen auf der rechten Seite hier da ist. Deswegen lassen wir die lieber auch nochmal auf. So, da ist schon der letzte Container drauf. Die haben wahrscheinlich auch China 7. Ja, China 7. Aufschrift hier, die ganzen AKH-Container. Wo das ganze Gepäck unserer Fluggäste drin ist. Das ist schon ein schönes Flugzeug, der A380 hier. Auch mit der China 7-Lackierung gefällt mir auf jeden Fall. Sieht gut aus. Der Supervogel hier. Das ist schon ein bisschen her, seitdem wir das letzte Mal auch mit dem geflogen sind. War ja, glaube ich, Zürich, Singapur der Flug, ne? Heute wird es aber so sein, dass wir jetzt beim hellen starten und im hellen ankommen. Letztes Mal, als wir im A380 geflogen sind, sind wir am Tag in Zürich gestartet. Und dann im Dunkeln, ich weiß gar nicht, das war irgendwie, ich glaube, es war entweder Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, sind wir dann in Singapur angekommen. Ich glaube, es war sogar Sonnenaufgang. So, der letzte Container kommt vorne in den Frachtraum. Lassen wir kurz nochmal zweifache Simulationsrate. Wir haben jetzt 5.17 Uhr UTC, also wir kommen auf jeden Fall pünktlich heute raus. Sehr schön. Wobei bei so einem langen Flug ist eh immer so mit der Flugzeit, das ist ja dann so, in der Ankunftszeit, da kann man viel mehr nochmal so machen sozusagen, um dann nochmal ein bisschen Zeit rauszuholen oder so, als bei so einem Stunden-, Zwei-Stunden-Flug oder so. Da lässt sich ja nicht mehr so viel irgendwie Verspätung oder so rausholen, wie bei einem längeren, also bei so einem Langstreckenflug.